So langsam gehen mir die YouTuber aus. Bei United hat die schlechteste Tordifferenz. Und eigentlich auch kein FIFA-Kanal, aber irgendwie schon. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum nächsten Türchen des FIFA Mobile Adventskalenders. Willkommen hier zum 12. Türchen. Und wenn ihr die 20 Uhr Folgen in der letzten Zeit gesehen habt, habt ihr auch gesehen, dass ich einen Pierre-Michel Lasogga gezogen habe. Und es gibt heute quasi die Lasogga Challenge in dem FIFA Mobile Türchen heute. Also ich werde ein Spiel machen, ein Angriffsspiel, weil die FIFA Mobile Adventskalender Videos sind immer kurze, knackige Videos, weil es ist halt Adventskalender und da möchte ich keine 30 Minuten oder 20 Minuten Videos machen oder 15 Minuten Videos machen. Heute Abend und auf jeden Fall um 20 Uhr, Leute, wird ein richtig geiles Video auf euch zukommen. Ein richtig, richtig geiles Pack Opening. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich suche mal hier Lasogga raus. Wo ist er denn? Der PML, Pierre Michel und dein Stürmer. Da ist er doch, Leute. Pierre Michel Lasogga als Kältespieler. Und ich denke mal, den werde ich jetzt noch ein bisschen trainieren. Sodass er wenigstens auf. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja hier eine Kältekarte. Da habe ich noch zwei. Zack. 77 hat er. Ja, also ein Elite-Spieler wäre schon geil, ne? Habe ich hier nicht noch irgendwie. Oder muss ich jetzt Goldspieler dafür verwenden? Wahrscheinlich schon, ne? Ich verwende einfach Rebic, Kappa. Nein, Kalinic habe ich doppelt. So, 6. Ich weiß, dass ich jetzt hier unnötig quasi Münzen ausgebe. Aber Elite-Spieler Lasogga wäre schon geil, ne? Deswegen machen wir es jetzt einfach mal. Komm, die Silberspieler braucht doch eh kein Mensch. Deswegen hau ich die hier rein. So, ich gebe jetzt 240.000 Münzen aus nur für Pierre-Michel Lasogga. Aber macht ja nichts. Ich kann ja früher oder später Lasogga dann in Rebic reintrainieren beispielsweise, ne? So können wir es ja machen. So, auf jeden Fall 80er Lasogga, richtig nice. Und wir können jetzt auch noch Lasoggas Skill Boost erhöhen. Was hat er denn für einen Skill Boost? Oh, ich hätte gedacht Aggressivität, aber er hat Schusskraft. Und da habe ich noch nicht einen Skill Boost verbessert. Das heißt, er kriegt hier auch nochmal ein bisschen Plus. Bam, bam. Hier nochmal, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Ich glaube, bis Level 5 kriegen wir es hin. Oder Level 6, nee. Ja. Level 3. Level 4. Okay, Level 5. Das heißt 85er Pierre-Michel Lasogga. Ich denke mal, wir haben sogar gut, nicht so schlechte Chancen in FIFA Champion mit Lasogga zu gewinnen, zu verlieren. Wir haben ein 91er Team leider nur noch. Ah, Lasogga ist natürlich zweite Liga, deswegen linkt er nicht zu Johnson. Und deswegen haben wir 115 Chemistry. Belastend, richtig, richtig belastend. Egal, wir gehen trotzdem so rein in versus Angriff. Was anderes kann ich ja jetzt so auf die Schnelle eh nicht machen, weil ich habe ja keinen anderen linken Flügelspieler, deswegen müssen wir es so machen. Ich bin gespannt, Leute, mal gucken. Ich denke mal, ich werde nochmal ein separates Video so über die Weihnachtstage für Lasogga aufnehmen. Heute ist aber ist die Lasogga Challenge quasi im Adventskalender-Türchen mit bei. Und ja, wir gehen rein. Gewinnen und der bessere Team gewinnen. Ronaldo, Higo einkläubert, ein richtig geiles, starkes Serie A-Team und ich komme hier mit Lasogga. So, bin ich gespannt, Mann. Da bin ich echt gespannt, ob wir dagegen halten können. Die Chancen sind natürlich besser für den Gegner, weil er halt ein 94er-Team hat. Los geht's hier. Los geht's. So, Johnson. Natürlich darf ich auch Tore mit den anderen Spielern machen, ist klar, Leute. Ich versuche hier zu gewinnen. Und ich versuche hier nicht auf Krampf auf Lasogga zu spielen. Aber der Start ist schon mal wieder überhaupt nicht gut. So, da ist er. Oh, der macht eine Ballrolle. Oh, das gefällt mir. Alter, was macht er denn für ein Torjubel? Lasogga geht hier richtig ab. Lasogga mit der Flanke, eine schöne Flanke. Und Johnson, der Vogel. Alter, Johnson. Dafür musst du. Alter, Mann, was mache ich denn hier? Ey, der Gegner ist auch gar nicht so gut drauf, weil er hat ein Tor nur bis jetzt gemacht. Und das Problem ist, ich bin halt einfach noch schlechter gerade. Ey, das kann nicht wahr sein, was ich hier alles daneben haue. Dankeschön, Kimmich. Endlich mal aus der zweiten Reihe geht ein Schuss rein. Wenn ich das verliere, ist das natürlich definitiv hier meine eigene Dummheit. Weil ich hier einfach gerade richtig, richtig Müll spiele. Ich spiele hier Müll, Leute. Ich spiele Müll. Wir müssen definitiv die Lasogga Challenge nochmal einzeln aufnehmen.
für ein einzelnes knackiges Video. Und wieder ist es Johnson, der hier die Chance nicht reinmacht nach der Flanke. Ich fasse es nicht. Ja, geht nicht rein. 2-4, Leute. Das war so... Ich glaube, so ein schlechtes Spiel hatte ich schon seit Ewigkeiten nicht. 2 Tore. Selbst mit Lasogga. Manometer, ey. Ja, GG. GG 4-5, Leute. Das hätten wir locker gewinnen müssen eigentlich. Das hätten wir echt locker gewinnen müssen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich werde auf jeden Fall noch ein extra Video nochmal zu Lasogga machen, weil ich habe ihn jetzt auch trainiert auf 80. Deswegen werde ich nochmal über die Weihnachtstage, vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag oder am zweiten Weihnachtsfeiertag, nochmal eine schöne Lasogga HSV-Challenge aufnehmen, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt auf jeden Fall heute Abend die 20 Uhr Folge aus. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.